Neuer Stadionvlog und 2024 darf natürlich der Chauffeur ein Tannenzapfen nicht fehlen, genau. Oh, Maxi, was hast denn du hier? Dreh ich mal um. Was hast denn du für einen coolen Pulli geschickt bekommen von Raffi? Liebe Grüße gehen raus. Hier mit den Schuhen noch, Digga, aber die hat sie nicht. Du bleibst dir treu, Bro, auch im neuen Jahr. So muss sein, immer, Digga. Danke, Bro, fürs Fahren. Viel Spaß mit dem GLE. SUVs, ja. Und wir sind angekommen in Madrid. Das Derby Madrileño, Atletico Madrid versus Real Madrid. Jetzt habe ich oft Madrid gesagt. Trifft im Achtelfinale der Copa del Rey aufeinander. Das heißt ein K.O.-Spiel. Ich freue mich mega. Ich bleibe nur eine einzige Nacht in Madrid, weil ich morgen unbedingt wieder nach München muss. Ich habe nur einen Rucksack dabei, Leute, mit einer Wechselunterhose, frische Socken und noch ein T-Shirt. Also ich bin nur ganz kurz da, um schnell Auge zu machen und dann wieder ratzfatz nach Hause. Hola, señor. Gracias, gracias, amigo. Ah, la calle. ¿Ustedes fan del fútbol? Sí. ¿De qué equipo? El Real Madrid. No, yo estoy aquí para Atlético contra el Real. Pero yo soy fan del Barça. Sí, sí, sí. Pero yo estuve también en el clásico en Saudi Arabia. Ahí sufrimos mucho, ¿no? Dieser kleine Hund da vorne beim Fahrer macht mir so ein bisschen Angst. Das hat mir da oben. Das ist mein Hotel von außen und der Standort hier hat einen riesen Vorteil. Es befindet sich nur eine halbe Stunde zu Fuß vom Wanda Metropolitano entfernt und auch genau beim Flughafen. Das heißt, ich kann morgen auch wieder ganz bequem abreisen. So, alright. Hola, buenas tardes. Tengo que hacer el check-in. Kylian Mbappé, Freunde, darf offiziell seit dem 1. Januar mit Real Madrid verhandeln und einen Vorvertrag unterschreiben, da er im Sommer ablösefrei zu haben ist. Glaubt ihr, dieser lang ersehnte Wechsel wird nun endlich passieren? Ich meine, der Junge ist prädestiniert dafür, dass er endlich zu Real Madrid wechselt, sein Traum-Kindheitsverein. Es gibt Bilder von seinem Jugendzimmer, wo überall Real und Cristiano Ronaldo-Poster hängen. Er hatte sogar mal ein Probetraining mit 13 Jahren bei Real Madrid und sieht hier voll chillig aus und konnte sein Idol Cristiano persönlich treffen, auch damals von Zidane vom Flughafen abgeholt worden. Also es muss einfach irgendwann mal passieren, aber angeblich gibt es wieder irgendein Gentleman Agreement zwischen ihm und Al-Khelaifi, der Owner von PSG. Keine Ahnung, was die da schon wieder ausgemacht haben, also wenn er nochmal verlängert, dann sehe ich wirklich schwarz. Schreibt bitte eure Meinung in die Kommentare, wird es passieren oder nicht? Das Hotel ist übrigens ziemlich preiswert für Madrider Verhältnisse, aber es soll trotzdem eine Suite sein, ich bin echt gespannt. Suite Cibeles. Hier haben wir auch noch ein bisschen Aussicht. Okay. Hier riecht es ja voll nach Schwimmbad und Chlor. Also, man kommt hier hinein. Und hier hat man direkt so ein kleines Wohnzimmer. Ist eigentlich ziemlich chillig. Noch einen kleinen Fernseher. Hier ist bestimmt Minibar, ach, Digga. Ich weiß doch alles, ey. Da, oh, zack. Nice. Warum zeige ich eigentlich immer die Minibar? Wie fing das damals an? Das ist so ein Ritual geworden. Genauso wie auch der Bettsprung. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar Snacks. Aber ja, gehört ja auch so zum Service dazu. Die Kaffeemaschine sogar noch. Okay, hier blicken wir auch auf die Straße hinunter. Aber das ist ganz geil, immer diese Einkerbungen. Ich habe auch solche in meiner Wohnung. So, und dann geht's hier weiter Richtung Schlafzimmer. Alter, das Bett ist aber richtig geräumig. Boah, Digga, hier ist ja... Was ist denn das hier für eine... Guck mal, warte mal. Das ist einfach eine riesige Ankleide-Ecke. Also, ich komme gar nicht so rüber, glaube ich, auf dem Handy. Ja, okay, der Fernseher ist halt wirklich von 1996. Aber, ja, hier haben wir auch noch so ein Holzgestell hier ums komplette Bett rum. Und dann nochmal das Badezimmer. Zack. Also, echt sehr viel Platz. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da stand knapp 50 Quadratmeter haben wir, glaube ich, hier. So, noch ein riesiges Waschbecken. Hier ist die Toilette. So, auch so mit so schwarzen Fliesen. Hier ist, glaube ich, noch die Dusche, ne? Ah, bam. Alter, aber die Dusche ist ja Armageddon groß. Guckt euch das mal an. Ah, auf den Atletico-Sieg! Atletico! Bevor es zum Spiel geht, treffe ich jetzt noch ganz kurz einen Kumpel, der in Madrid schon seit Jahren wohnt und das lustigerweise genau beim Bernabeu. Barça spielt heute übrigens auch im Pokal, aber gegen einen Drittligisten. Sollte eigentlich eine machbare Kiste sein. Was haben die Straßenkicker hier bitte für ein geiles Tor gemacht? Schau mal, Fallrückzieher Assist und nochmal Fallrückzieher zum Abschluss. Ich habe jetzt hier solche Mini-Burger bekommen, Leute, mit Pollo, also Hühnchen. Mein Kumpel übrigens, Freunde, ist Spielerberater, aber der möchte nicht zu sehen sein, der bleibt undercover. Auf euch. Oh, das ist noch so ein geiler Käse.
und so eine süßliche Soße. Sehr, sehr geil. Bro, was ist das? Das ist so einfach Kartoffeln, ne? Auch mit so einer Salsa? Patatas bravas. Ah, Patatas bravas. Nach dem Essen gibt's nichts Besseres als noch einen chilligen Spaziergang zum Bernabeu. Jetzt ist es wirklich, boah, ich würde sagen, 95% von außen fertig. Das Dach ist jetzt übrigens auch fertig und die haben letztens das erste Mal mit komplett geschlossenem Dach gespielt. Das war eine Premiere hier. Sieht schon sehr wild aus hier bei Nacht, ne? Da haben wir den Fanshop, aber hier so ein paar Sachen außen, da haben sie immer noch die ganzen Plan aufgestellt, sind immer noch nicht ganz ready. Das ist die Straße der Los Blancos Ultras. Mein Kumpel hat mir gerade erzählt, dass die Real Ultras auch Los Vikingos genannt werden, die Wikinger. Wusste ich gar nicht. Das ist hier auch so eine richtig nice Fußballbar. La Barra Bernabeu heißt die. Da hinten ist auch eine Leinwand. Ancelotti Pressekonferenz, kann man auch Fußball gucken. Und an Spieltagen ist es hier so voll. Jetzt sind wir noch auf der anderen Seite. Ihr müsst euch vorstellen, hier wird so ein kleiner Park entstehen. Da sind jetzt auch schon die ersten neuen Grünflächen. Und genau darunter befindet sich das Parkhaus bzw. die Tiefgarage. Und wisst ihr, was auch lustig war, Leute? Früher war das noch alles ganz normale Straße. Und der Florentino ist dann zum Bürgermeister gegangen, hat gesagt, hey, ich brauche 50 Meter mehr Fläche. Salam alaikum. Und ja, ist halt Real Madrid. Die kriegen hier, was sie wollen. Ich bin jetzt schon voll im Stau fest, Leute, auf dem Weg zum Wander und gucke nebenbei Barca. Ich fasse es nicht, wir sind 1-0 hinten. Mein Herz, ich kann das alles nicht mehr. Barca hat mittlerweile Gott sei Dank das 1-1 erzielt. Ferran Torres kurz vor der Halbzeit. Und da ist es, das Heimstadion von Atletico de Madrid. No joke, für mich eins der schönsten Stadien von außen. Aber auch von innen extrem modern. Ich habe es schon öfters gesagt, von den großen Vereinen in Spanien sind das die heftigsten Fans. Im Januar ist es übrigens schon ziemlich kalt, auch hier in Madrid. Es sind gerade 11 Grad, aber natürlich besser als zum Beispiel in München. Da schneit es gerade sogar. Wie geil! Oh, ich brauche auch so eine Argentinien-Flagge für zu Hause. Der neue König von Real Madrid, Hey Jude, mit seinem Signature-Jubel. Bellingham, Griezmann, der König von Atletico. Ich komme immer noch nicht drauf klar, Leute. Wer hätte es gedacht, dass Jude so einschlagen wird in seiner ersten Zeit, wie damals ein gewisser Cristiano Ronaldo. Das haben sich ja auch sehr gut gemacht. Unterm Stadion sind hier überall auch so viele kleine Cafés. Das letzte Mal, als ich hier war, ich glaube, das war im November, da hat Atletico gegen Real 3-1 gewonnen. Ich hoffe, das kommt auf Cam rüber, ne? Guckt euch das an. Eieieiei, let's go. ¿Qué piensas que es tu predicción para el partido de hoy? 2-1 en la prórroga. Gana el Atleti. 1-1 al final y 2-1 en la prórroga para el Atleti. Ah, vale. ¿Y quién marca los goles? Griezmann y Morata. Vale. Y del Madrid, Bellingham. Ok. Mucha suerte, sí. Chao, chao. Er meinte 1-1 nach der regulären Spielzeit, 2-1 nach Verlängerung. Und ja, wer die Tore macht, habt ihr, glaube ich, verstanden. ¿Qué piensas? Va a ser un partido reñido, pero creo que se va a decidir al final 3-1. 3-1. ¿Y quién tienes ahí detrás? Griezmann. Ah, vale. Homenaje por ser el máximo goleador hoy. ¿Cómo? Homenaje para Griezmann por ser el máximo goleador. Le van a hacer un homenaje al Griezmann. ¡Ah, de verdad! Por eso la traigo. ¡Ah, no sabía! Gracias. Vale. Ok, mucha suerte, sí. Chao. Tschüss. Ach, krass. Antoine Griezmann bekommt heute eine Hommage im Stadion, weil er jetzt der Rekordtorschütze ist aller Zeiten von Atletico Madrid. Wusste ich gar nicht. Esperemos que Griezmann se haga notar con su nuevo récord. Y esperamos un 2-0 para el Atlético. 2-0, okay. Ciao. Er hat gesagt, hoffentlich kann Griezmann seinen Rekord ausbauen und wieder treffen. Sind voll optimistisch, die Atletico-Fans. Da ist der Nächste mit Griezmann-Trikot. Boah, let's go, Alter. Ich bin hyped. Ich hab Bock. Fernando Torres. Boah, war das ein geiler Spieler damals, ne? Aber am geilsten war er zu Liverpool-Zeiten. Schaut euch das an, wie Spaceship-mäßig hier das Stadion konstruiert wurde. Mit diesen Lücken und den ganzen Bögen. Oha, was ist denn da vorne los? Es sind sogar Papyrus angemacht worden. Ich muss beim Block 33 ins Stadion reingehen. Das ist genau dort, wo es so abgeht. Schnell. Oh, da sind die ganzen Ultras, glaube ich. Uiuiui. Das ist auch ein riesen Banner für Diego Simeone. Natürlich ja auch eine Vereinsikone. Der bestbezahlte Trainer übrigens auf der Welt. Ich blende euch jetzt mal ein Bild ein, was er für ein Gehalt bekommt und wie weit oben er im Vergleich zu anderen Trainern auf der Rangliste steht. Und er ist einfach angezogen wie ein Indianer. Cool. Da ist er. Und die nächsten Pyros. Ich habe euch nicht zu viel versprochen. Sein Trikot ist auch schon in die Jahre gekommen von Fernando Torres. Hört genau zu.
Man hört die Fans von außen auch schon so stark. Und da ist er, Griezmann, Rekordtorschütze. 2020 durfte ich ihn ja auch einmal interviewen. Einige von euch erinnern sich an das Video, aber das musste ich dann leider aus anderen Gründen offline nehmen. Aber er war auf jeden Fall extrem korrekt zu mir. Ich bin durch den Security-Check extrem schnell. Das ist hier echt immer auch sehr gut organisiert. Wir müssen auch gleich jeden Moment zum Aufwärmen rauskommen. 122 da hinten, oder? Nee, oder? Als ob ich so weit unten bin, das war gar nicht so ausgeschrieben. Boah, wie geil! Perfekt auf der Gegentribüne. Das ist ja fast genauso wie das letzte Mal. Ich hab voll den Throwback gerade. Drei, da ist schon mein Platz, Leute. Geil. Oh yeah, baby. Genau die richtige Höhe auch, dass man nicht zu weit unten ist, damit man noch die beste Übersicht hat übers Feld. Aber während die Spieler sich warm machen, gehen wir trotzdem ganz da runter. Schau mal, wie edel dass die das gemacht haben. Hier sind überall solche kleinen Spotlights im Beton verbaut. Ganz ehrlich, ich glaube, Real Madrid ist so im Flow, die werden Atletico heute auch raushauen. Das letzte Spiel gegen die Rossi Blancos war zwar auch sehr knapp in der Supercopa, aber heute, auch wenn sie zu Hause spielen, vielleicht einen kleinen Vorteil haben aufgrund der Fans, Real wird das machen, Leute. Da können wir noch so viele Augen machen, die werden das machen. Hat sich hier einfach der Frechfratz, ein Real-Fan, mitten in den Atletico-Block gehockt. Und da kommt die Mannschaft von Atletico Madrid, De Paul, der Bodyguard, der zweite von Messi, Kämpfer der argentinischen Nationalmannschaft. Witze konnte ich auch mal kennenlernen, damals beim Dreh mit Reus. Und Griezmann mit leicht blondierten Haaren mal wieder. Die Fans stimmen den ersten kleinen Gesang an. Alter, jetzt wird's laut! Holy shit, Mann! Obwohl das Stadion noch so leer ist. Er gibt Vollgas. Real kommt rein. Wo haben wir Bellingham? Da, ich seh'n. Shoot. Bellingham, der neue König von Madrid. Da haben wir direkt Rodrigo. Camavinga auch heute in der Startelf. Mondi. Valverde. Wo haben wir Vinicius? Ah ja, da ist er doch. Oh, Modric heute auch, glaube ich sogar. Von Anfang an. Einfach drei Tore hat der kleine Frechdachs uns eingeschenkt. Checkt übrigens unseren Fußball-Podcast ab. Die neueste Folge, da haben wir über den Messi-Weltfußballer-Skandal geredet. Jede Woche kommt eine neue Episode. Link in der Videobeschreibung. Ja, wen haben wir denn da? Der Löwe, Memphis Depay. Schade, dass er uns damals verlassen hat. Ich feiere ihn eigentlich sehr als Spieler. Guckt euch mal diese athletischen Beine an von Jude Bellingham. Das kommt im Fernsehen nicht so rüber. Der FC Barcelona hat sich nochmal zusammengerissen und das Spiel gedreht. Boah, aber gerade eben erst die Tore gemacht. Zwei Verteidiger treffen, Koundé und Balde. Koundé macht sogar den Assist für das Zweite. So geile Musik hier im Stadion. Schön spanisch. Heute darf Luka Modric mal ran in der Startelf statt Toni Kroos. Atletico Madrid spielt mit einem 3-5-2-System. Nominell ist Witzel als IV aufgestellt. Hallo, da oben ist sogar der Auswärtsblock von Real Madrid. Nur das kleine Stückchen ist der Auswärtsbereich. Und die Lichter gehen aus hier im Stadion. Atletico hatte mal eine richtig geile Anfangszeremonie mit dem Countdown. 2, 1. Und jetzt kommen gleich die Aufstellungen. Oh yeah! Oh, hat die Fenster! Ganz Stadion Atletico! Jetzt! Auf dem Banner steht Madrid Corazón Rojo y Blanco. Übersetzt heißt das Madrid rot-weißes Herz. Da vorne durfte gerade die U13, die anscheinend irgendeinen Pokal gewonnen hat, einlaufen und die Trophäe vom ganzen Stadion präsentieren. Richtig korrekte Aktion von Verein. So laut hier und so schön die Atletico-Gesänge. Gänsehaut! Sie singen ihre Hymne a cappella. Ich halte meine Schnauze und wir genießen. An den Beinen Gänsehaut. Ich schwöre, ich übertreibe nicht. Körpersprache der Atletico-Spieler ist schon sehr confident heute. Ich glaube, die rechnen sich Chancen aus. Ich meine, vor dem Publikum ist alles möglich. Und jetzt kriegt Antoine Griezmann seine Hommage, legendärer Torschütze. Standing Ovations im Banda Metropolitano für ihn. Jetzt werden noch seine schönsten Tore im Stadion eingeblendet. Zack, gegen Real auch noch. Ach, wie schön. Seine Kinder kommen auch noch mal auf Rasen.
Er bekommt Special Trikot überreicht. Ein Kuss an die Frau. Auch die Realspieler sind am Applaudieren. Absolut Fairplay. Das wird natürlich jetzt voll der Kontrast. Es geht los auf ein geiles Derby. Diego Simeone, eine Ikone. Gut gespielt. Atletico kann auch Fußball spielen, meine Damen und Herren. Ah, schade. Gut aufgepasst von Valverde. Atletico ist gut im Spiel. Macht einen guten Job hier in den ersten 9 Minuten. Real setzt erstmal auf Sicherheit. Ist jetzt hier nicht früh in Rückstand geraten. Ui, und die Fans fangen das Springen an. Normalerweise macht jetzt auch das ganze Stadion mit. Ja, ein paar stehen auf. Morata. Bellingham Konter. Schuhe, auf außen. Wird zu Fall gebracht, steht sofort wieder auf. Rodrigo. Boah, gegen zwei vorbei. Schiri gibt das Foul. Ja, muss man aber geben, kann man geben. Modric steht parat. Oh, da hat er da einen Scorpion Kick probiert. Mit welcher Leichtigkeit Modric diese Außenriss-Pässe spielt. Ne, schau mal, der nächste Chipperball. Oh, nee. Oh mein Gott, nein. Jude Bellingham durchgekommen. Habe ich das nicht gesehen, dass er den Einwurf getunnelt hat? Oh, aber Vinicius schockt natürlich komplett am Ende rein. Was wäre das für ein Tor geworden von Bellingham? Digga, Lattenpech. Kamavinga hat ein starkes Kopfballspiel. Ist mir schon öfters aufgefallen. Und Bellingham. Gute Grätsche. Kriegt ihr Szenenapplaus. Aber Real bleibt im Ballbesitz. Und De Paul gibt nicht die Pille her. Und wirft es natürlich weg. Ja, das ist der Star-Move. Bellingham, schau mal, wird getrippelt sofort. Alter. Befreit sich aber da unten. Ey, er ist so gut, ne? Bietet sich wieder an. Kamavinga mit dem Antritt. Vinicius scheint hier nicht der Beliebteste zu sein. Madrid, da ist mal der Bruder. Sie schreien Madrid, ist das ihr vor der... Und jetzt melden die Real Madrid-Fans sich da oben und schreien irgendwas gegen die Atletico-Fans. Oh, oh. Nein, Morata, schöner Versuch. Bellingham mit viel Platz. Es sind 25 Minuten gespielt, ein unfassbar geiles Fußballspiel auf sehr, sehr hohem Niveau. Rüdiger klärt. Bellingham. Bellingham. Bellingham, meine Damen und Herren. Kein Foul, kein Foul. Was? Oh, weiß ich nicht. Das sah für mich nach Ball aus. Und er drückt durch! Sehr unglücklich für Rüdiger. Er hat es probiert noch abzublocken, aber konnte seinen Kopf nicht stark genug dagegen drücken. Wow! Es zählt das Tor. Es wurde kurz überprüft, alles regulär. Was ein Stadion lockt schon wieder. Real ist gefrustet. Die wollen hier direkt das 1:1 machen, noch vor dem Halbzeitpfiff. Verstehen. Vinicius ist gelb. Ich übertreibe nicht, das ist hier heute wirklich teilweise so laut wie in Istanbul beim Derby. Unglaublich. Vinicius muss sich ganz zusammenreißen. Der ist auf 180. Ole. Seht es? Seht? Was war denn das für ein Jubel von Vinicius?
Der hat ja nochmal komplett provoziert. Ich wollte Oblak eigentlich loben in der Halbzeit, weil was braucht es, um Real zu schlagen? Du brauchst natürlich ein Quäntchen Glück und das hatte Atletico bisher. Und einen überragenden Torhüter. Und das hatten sie auch. Und jetzt macht er auf einmal so einen Patzer beim Rauskommen. War es jetzt Vinicius oder was? Es zählt. Es geht weiter. 1-1. Meine Fresse. Es ist Halbzeit. Erstmal müssen wir jetzt wieder runterfahren. Ich glaube, ich brauche mir irgendeinen Snack. Oh, ich freue mich einfach jetzt auf die zweite Halbzeit. Übrigens, sehr wichtige Aktion. Heute, wenn das Video online geht, geht ein riesen Gewinnspiel online auf meinem Instagram-Account. Deswegen folgt da schon mal rein, Leute. Wir sind auf dem Weg zu 1 Million auf Insta. Musti und ich verlosen diese ganzen unterschriebenen Trikots. Die sind teilweise sogar Match-worn. Messi, Neymar, Mbappé, Kane, Gyrassi, Bellingham. Icardi unterschrieben, Davis, Fürth, Musiala und vieles mehr, wie noch Fußballschuhe, eine PlayStation 5. Link dazu ist auch in der Videobeschreibung. Ich habe einfach ein Bild geschickt bekommen, dass ich in der neuesten Bravo Sportzeitung zu sehen bin. Kuss geht raus, das habe ich als Kind immer gelesen. Was für ein verrücktes Fußballspiel. Donin macht einen Fehler. Auf der anderen Seite Oblak, aber davor einen super Job gemacht. Bin gespannt, wie jetzt Real Madrid reagieren wird. Vinicius Junior muss auch krass aufpassen, weil der ist so rauchschaft dran, gelb-rot zu kassieren. Das Geile ist, heute wird definitiv eine Mannschaft rausfliegen. Wir werden hier kein Unentschieden erleben. Jetzt no cap. Was für eine überragende Partie bisher ist das bitte von De Paul. Abstand der Beste bei Atletico heute. Bei Real würde ich sagen Bellingham. Toni Kroos kommt jetzt rein für Luka Modric. Der hat ehrlich gesagt heute auch keinen guten Tag erwischt für seine Verhältnisse. Atletico hat gerade so eine wilde Tiki-Taka-Pass-Kombi ausgepackt. Die spielen sich hier gerade in einen Rausch. Real muss jetzt aufpassen, dass sie nicht 3-1 kassieren. Das Publikum schreit wieder böse Wörter in Richtung Real-Fans. Es gab gerade wieder die nächste Rudelbildung, Leute. Also die Gemüter kochen hier immer mehr über. Guter Ball. Also das ist schon wirklich sehr, sehr viel Pech für Real Madrid. Der zweite Lattentreffer in dem Spiel schon. Das Ding ist, man darf Real Madrid bis zur allerletzten Sekunde nie abschreiben. Diesmal alleine gegen 3, muss abstoppen. Jetzt, wenn Atletico schnell spielt, vielleicht sogar 4-4 Situation. Gut von De Paul. Der muss sitzen! Lunin! Optimales Timing beim Rausgehen. Alter Verwalter. Mit dem Assist und Joselu. Direkt im Gegenzug. Mein Gott, sie hätten das 3-1 schon gemacht. Aber da müssten sie auch in die eigene Nase fassen. Insgesamt natürlich ist es verdient, das 2-2. Es geht in Ordnung nach dem Spielverlauf. Aber Atletico hat es auf dem Fuß gehabt. Rüdiger. Was ein Eigentor! Ich glaube, Vinicius hat den aber überhaupt noch irgendwie gefährlich gemacht mit der Hacke, ne? Das Spiel ist aus. Es geht wieder, wie auch schon in der Supercopa, in die Verlängerung. Es gab ebenfalls einen späten Ausgleich von Real Madrid. Boah, ey, stell dich vor, es gibt Elfmeterschießen, das wäre so nice. Und es geht weiter! Vamos! Komm, schieß mal, Jurente! Bisschen platzierter trifft, dann klingelt's. Mittlerweile regnet es sogar hier in Madrid. Memphis ist jetzt im Spiel. Der Ex-Barca-Spieler. Kann er stechen? Vinicius konnte nicht mehr hart rangehen, weil er nicht wusste, dass er dann rote Karte bekommt. Kurz in der Elfmeter verursacht. Boah, das ist Sport.
auch die gelbe Karte fürs Trikotausziehen in Kauf. Atletico das dritte Mal in Führung in diesem Spiel. Jetzt muss es doch langsam reichen. Das Publikum dreht durch. Wow, wow, wow. Leute, lasst ein kostenloses Abo da, um die nächsten Stadionvlogs nicht zu verpassen. Daumen nach oben auf diesen Kackenblock. Wow. Junge, werden die ausgepfiffen. Wow. Ich hoffe wirklich, ich kann euch diese Stimmung, die hier gerade live abgeht, gut im Video vermitteln. Es ist wieder eine ganz kurze Pause. 105 Minuten gespielt. 15 Minuten bleiben noch. Real Madrid, um sich ins Elfmeterschießen zu retten. Die letzte Chance, noch etwas zu besprechen. Einen Schluck Wasser zu trinken, ein bisschen Energie zu sammeln. Bellingham ist fix und fertig. Bellingham fast zum 3:3 hält den Fuß rein. Komm, geh mir fest, du bist frisch. Ach du Scheiße, war das ein Fehler. Nee, oder? Abseits, 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 abseits. Es wird nicht zählen. Aber was macht denn Memphis Depay davor? Meine Güte. Ich glaube, es wird nicht zählen. Das sah schon ziemlich eindeutig aus. Okay, es zählt nicht. Schiri sagt abseits. Uiuiuiui, grätscht er da in Bellingham rein. Oh, Rüdiger! 118 Minuten sind fast gespielt. Real bleiben vielleicht nur noch 2-3 Minütchen. Boah, die haben echt noch Nerven, das so auszuspielen. Wahnsinn! Für Atletico, sie kontern Real aus im eigenen Stadion. Real fliegt aus der Copa del Rey. Herzlichen Glückwunsch. Ein unglaubliches Fußballspiel. Real hätte auch noch locker ein, zwei Dinge mehr machen können. Wir denken an die Lattenkracher. Atletico hat es auf ihre Art und Weise gespielt, gekämpft. Und am Ende kann man auch nicht sagen, dass es unverdient war. Das Stadion hüpft. Das war's! Wahnsinn! Die Fans sind am Boden, erweit! Unglaublich, was das Ding hier bedeutet. Gegen ihren größten Erzrivalen und Stadtrivalen zugleich im Pokal sie rauszuhauen. Boah, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich brauch gar nichts mehr sagen. Was ein Spiel. Bewertet vom Team vergessen. Schaut beim Podcast vorbei. Schaut beim Gewinnspiel vorbei. Bei meinem Instagram-Account. Alles ist in der Beschreibung verlinkt. Haut rein, buenas noches aus Madrid.